Hallo meine lieben Freunde, heute spielen wir Battleforge. Dies ist ein Free-to-Play-Game. Es geht darum, um Karten, die sich gegeneinander battlen. Ich kann euch mal jetzt hier ein Beispiel zeigen. Beziehungsweise, es gibt 4 Rassen. Na gut, es gibt eigentlich 8. Als erstes Feuer. Das sind jetzt hier so Karten, die machen sehr viel Schaden. Ich kann ja mal eine ausspielen. Sonnenläufer. Ich hier so Bogenschütze. Dann gibt's Schatten. Das sind so Karten, die spielen so auf Opfer. Die opfern Einheiten, um Schaden zuzufügen. Dann geht's weiter zu Frost. Die spielen mit sehr hoher Verteidigung, gute Gebäude. Und dann geht's hier weiter zu Pflanzen. Das sind Karten, die spielen auf Heilen. Alle 4 Hauptrassen werden nochmal in 4 verschiedene Nebenrassen unterteilt. In zum Beispiel Banditen, das ist Schatten und Feuer. Verlorene Seelen, das ist Frost und Schatten. Dann gibt es noch Steinsippe. Wann habe ich jetzt? Doch, hier. Steinsippe. Das ist Frost und Pflanze. Und da gibt es noch, Zwielicht. Das ist Feuer und Pflanze. Ja. Es geht darum halt, es gibt hier so Monumente. Die kann ich euch leider jetzt nicht zeigen. Da kann man dann seine Sphäre so auswählen. Man muss dann halt, ich habe jetzt hier schon ein Deck erstellt. Ich fange jetzt hier zum Beispiel mit dem Windweber und mit dem Schaman an. Mit den beiden Karten werde ich dann halt andere Gebäude und so erobern und gegnerische Einheiten vernichten. Und ja, und dafür gibt's auch, für das Spiel gibt es auch PvP, Koop und Sparringsbereich. Das ist so, kann man so Karten erstellen und selber spielen, kriegt man aber keine Punkte. Und jede Karte kann man aufwerten, wie ihr hier seht. Zum Beispiel jetzt einfach mal die Geisterlanze. Da klickt ihr hier rechts, aufwerten. Entweder hat man hier so Aufwertungsstufen schon freigeschaltet oder man kauft sie. Man kauft sich die Aufwertungsstufen mit Spielsteinen, die man in PvP und in Koop freischaltet. So, und jetzt kommen wir zu den Währungen. Hier seht ihr 2 Währungen. BF ist das Cashgeld, was man mit Echtgeld bezahlen muss. Und Gold ist die Spielwährung. Also die Cash BF Battleforge Punkte kriegt man noch so, indem man Karten verkauft und verkauft und so weiter und so fort. Dann kann man sich auch hier so Kartenpacks kaufen, Boost und so weiter und so fort. Kann man hier auch Karten suchen. Ich kann jetzt einfach mal jetzt hier irgendwas wäre 1, neutral. Ja, neutral gibt's auch, das sind so Karten, die keine Sphäre brauchen. Es ist egal welche Sphäre. Das ist auch ganz geil. Gibt ziemlich starke Karten, zum Beispiel den Dämonenschein. Die habe ich vorhin verkauft und verkauft. Ja, auf jeden Fall spare ich gerade auf die Virginia. Und jetzt zeige ich mal, wie man Karten verkauft. Naja, Aktion. Packe ich einfach hier die Geisterlanze rein. Kaufpreis. Bam. Und hier seht ihr das Gebot, hier kann man drauf bieten. Und hier ist der Kaufpreis. Aktion erstellen. So. Jetzt wurde die Auktion erstellt. Und jetzt kann die gekauft werden. Ja, die kann man aktiv suchen, wie schon gesagt. Und ja, so funktioniert das Spiel. First Luck. Ich kann euch mal schnell ein PvP zeigen.
Gehen wir mal. Was können wir jetzt machen? Erstellen. Spiel erstellen. Ja, gehe ich einfach mal hier rein. Ich hoffe mal, die machen jetzt sehr schnell. Damit wir schnell spielen können. Shadow PvP. Lost Gas. Ah. Das dauert jetzt. Das mache ich jetzt nicht. Ich spiele jetzt einfach mal so gegen random Gegner. Kann man hier so in der Schmiede ein bisschen rumkämpfen, wie man möchte. So, es gibt ja auch. Es gibt Gebäude, Zauber und halt Truppen. Was ich gerade gemacht habe, ist ein Fluch. Zauber, Fluch des Grunzens. Ich habe hier auch Schleichlähmung. Das. Oder wie das immer heißt. Das lähmt die Einheiten. Bam. Ich brauche hier einen Heilzauber. Und hier so eine Wurzelfalle. Ja. Okay, so eine Grimmranke spawnen. Die ist ziemlich OP. Bam. Laufen wir hier durch. Dann drücken. Ja, das ist so Battleforge. Ich werde wahrscheinlich noch ein Let's Play machen, wie ich PvP spiele. Und wir sehen uns zum nächsten Video von mir. Bis dann, euer Jan.